Ja, Mobo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wie ihr seht, bin ich hier gerade ein bisschen am Umstellen und so weiter und so fort. Muss nur irgendwie mal. So. Ich denke, so ist das gut. Es hat ein bisschen gedauert alles und ja. Urlaub, krank, da kam alles dazu. So. Ich habe unseren letzten Fail wieder gut gemacht. Ich habe alles erledigt, was wir erledigt haben. Habe ich nochmal gemacht, ohne diese Personen. Die hier gerade noch stand. Wo ist sie hin? Ist sie wieder hochgelaufen? Wollte doch mit den Leuten reden. Da ist unser Schädel. Da ist Mensch, ärgere dich nicht. Ach, schön. So, ich wollte erstmal gucken wegen Missionen. Hat einer von euch schon eine Mission für mich? Du hast ja eine Mission, ne? I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers such a relaxing pastime. So, tell me what's on your mind. I excel at confessional listening. Kann ich mir gut vorstellen. So, ich würde gern etwas mehr über meine Mitfliegenden erfahren. Was ist deine Geschichte? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Brutal enthusiastisches Temperament. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Wieso warst du denn so passioniert? Wegen der Religion? My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Zur Religion kann und will ich nicht viel sagen. Yes. Ziemlich vertrauensselig von dir, dich einfach zu verpflichten, ohne etwas über mich zu wissen. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Was ist, wenn das Buch nicht die Antworten enthält, nach denen du suchst? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? Ich spiele ein Spiel. Ich war Kolonist auf der Hope. Ein Wissenschaftler namens Welles hat mich gerettet. And how did he do that? Was weiß ich. Er hat meinen Körper von der Hope gestohlen, die sich am Rand der Kolonie befand, und hat mich aufgetaucht. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Ich helfe ihm, die Chemikalien zu besorgen, die er braucht, um den Rest der Kolonisten zu retten. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil die Story es mir sagt. Fair enough. Ich wollte dich etwas über dieses Buch fragen. Hat es etwas mit deiner Religion zu tun? Bokonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Okay. Was bedeutet philosophisch? Philosophism is a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bokonu's thoughts came more than a century after his death. Ein Vicar, der nach einem verbotenen Buch sucht, ist ein schlechtes Vorbild, oder?
the story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. Okay. Irgendeine Idee, wo wir in dieser Kolonie jemanden finden, der Französisch spricht? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Das klingt nach einer guten Spur, aber wie können wir ihn ausfindig machen? That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Und wieso bist du so ein Hacker? Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Ich weiß nicht, wenn man sich selbst was beibringt, ob man so ein Wissen anhäufen kann, dass man wirklich alles hacken kann. Na gut. Ich will aber nicht, dass du mitkommst. So, wo ist mein Mädel? Sie ist abgehauen. Mit der müssen wir leider auch noch reden. Ich weiß, reden ist jetzt nicht das Beste, aber es gehört zur Story dazu, sich mit seinen Verbündeten auseinanderzusetzen. Nur wo ist sie? Das ist hier doch die Frage. Willst du hier mein Schiff kaputt machen oder was? Something busted, Captain? Ja gut. Gibt nicht viel zu reden. Als sie hier stand, wollte sie ein bisschen mehr reden. Ah, ich bin nicht bei Fallout. Gut. So, wir gucken uns mal an, was für Quests wir alles haben. Ja, jetzt muss ich erstmal die Taste wieder finden. Stimmt, das war wie bei Fallout, ne? So, wir haben noch einiges an Waffen dabei und Opa zuverlässig. Wir müssen die Waffen doch wegbringen, ne? So. Da ist mein Speicher. Da habe ich schon ein bisschen was reingemacht. Ich darf nur nicht alles nehmen. Transferieren. Ich habe 5-mal oder so alles genommen. Ah, sehr schön. So, den Rest können wir eigentlich verkaufen. Wir müssten eigentlich genug Einzelteile haben, oder? So, Medizin 20, alles klar. Waffenteile 165. Ja, den Rest möchte ich gerne verkaufen, ein bisschen Geld kriegen. Und Quest. Der leere Mann und die Sanitätsmaschine. Du hast eine außer Betrieb gesetzte Sanitär- und Abfallmaschine auf der Unreliable gefunden. Wenn du sie wieder funktionsbereit machen kannst, könnte sie sicher nützlich werden. Hm. So, genau, einen Finger hat uns noch gefehlt. Die restlichen Finger habe ich nochmal nachgeholt. Ihr bleibt mal schön hier. Ihr habt alle gesehen, wie schnell die sterben. Ey, ich will die nicht töten. Ganz ehrlich, das haben die nicht verdient. Ja, vielleicht schon, aber ich sammle Sachen. Auch wenn es lebende Personen sind, ich sammle sie. Ich sammle alles. So. Gut. Dafür müssen wir da hinten hingehen. Ansonsten haben wir den Großteil hier eigentlich schon erforscht, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben, außer dass es hier ein bisschen laggy ist.
Muss ich mal nochmal die Einstellung angucken. Das nervt mich selber immer ein bisschen, wenn es so ein bisschen rumleckt. Naja. Guck ich mal nach der Folge nach, was abgeht. Ich wollte eigentlich Sachen verkaufen, ne? Aber ich kann auch sehr viel tragen, alles gut. Okay, ich weiß nicht, wer hier alles noch lebendig ist. Oh, anscheinend niemand. Sehr schön. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Adreno, Bitmodul. Dinge zum Knacken. Nice. Sonst habe ich hier nichts vergessen, ne? Okay, wie machen wir das jetzt? Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, hier runtergegangen vorher, ne? Und haben hier alles ausgeschaltet. Da haben wir auch den Opa herbekommen, den ich eh nicht nutzen werde, aber ich sammle ihn. Kaboom! Die wissen nicht, wo ich bin. Erst wenn ich den da erschieße. Okay, derjenige, der noch aufpasst, der muss sterben. Du bist das, ja? Einfach über den ausschalten, der noch aufpasst. Okay, jetzt sind es zwei. Jetzt wird's schwer. Oh, shit. Ich muss aufpassen, nicht zu sterben. Ich sterbe leider noch viel zu leicht, weil es Oh, der härteste Schwierigkeitsgrad. Willst du mich verarschen? Oh! Oh Gott, falsche Waffe. Nein! Ich wusste nicht mal, wie man Health Pack nimmt. Scheiße. Okay, ich bin ein bisschen aus der Übung. So, da sind wir wieder. Dieses Mal machen wir das ein bisschen sneakiger. Oh. Ich glaube, diese Waffe ist auffälliger als die Pistole. Ist das wegen dem Strom? Oder hat die einen Schalldämpfer hier dran? Hatte die einen Schalldämpfer? Waffenreichweite? Nö, eigentlich nicht. Wieso bist du denn so laut? Aber die ist, ich mag zu snipern. Vielleicht stand ich einfach nur scheiße. Das kann sein. Diesmal hat es niemand mitbekommen. Okay. Ich höre Schritte. Kann ich wirklich deuten, von wo? Die Kopfhörer ein bisschen näher in die Ohren ranbringen. Oh! Das ist halt echt. Manchmal sehen die mich, manchmal nicht. Ist ja verrückt. Aber da kommt unser Ziel. Okay, er ist tot. Ich laufe einfach ein Stück weg. NPCs sind leider ein bisschen doof. Oder auch nicht. Genau, dreht um. Du nicht. Du bleibst hier. Ja, verdammt. Okay. Das lief ja schon mal ganz gut. Hier sind verdammt viele. Bist du ein Hund? Nein. Sieht hier alles nach einem Hund aus. Wo ist ein Hund?
Genau, bleib stehen. Was ist das da? Wieso hat er eine andere Markierung? Egal, schießen wir ihn weg. Der bewegt sich jetzt zum Glück gar nicht. Ist schon eine laute Waffe, muss man sagen, ne? Wieso bemerkt der Hund das jetzt nicht? Der lief da genau daneben. Hier, komm. Ups, daneben. Hund? Kommst du? Oh, was hatte ich mit den Leuten, die ich erschossen habe? Moment. Ich muss looten. Dadurch, dass ich jetzt einmal gestorben bin, komme ich jetzt durcheinander, wo ich die Leute getötet habe. Ich glaube, nur einen haben wir auf dem Weg getötet, ne? Und der Rest müsste hier liegen. Ach, guck mal. Da lebt noch der eine oder andere. Stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Komm, du bist doch der Letzte. Oh. Oh shit. Oh. Hat mich nicht getroffen. Ich bin ein Profi. Im nicht getroffen werden. Das ist ein Skill. Den muss man lernen. Ja, gib mir allerlei Zeug. Das kann ich gut verkaufen. So. Wir haben jetzt alle Fingers. Die können wir jetzt abgeben. Und uns dann Keks freuen. Lass mal Schneider. Und uns ein bisschen Geld organisieren, definitiv. Ich find's gut, dass die Gegner irgendwann respawnen. Das, wie gesagt, ich hab's damals ja schon in Mutant Year Zero gesagt. Ich mag es nicht, wenn alles ein totales Ende hat. Wenn man dann nicht farmen kann und nicht unendlich viel Geld zusammenkriegen kann. Klar, muss man ein bisschen Zeit investieren, aber im Endeffekt lohnt sich das doch schon. Kann man sich mehr leisten. Tja, das wäre lustig gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Glaub mal dran. Huch. Spacer's Choice hat deine Schwäche gefunden. Schwächen-Tutorial. Stimmt, wir haben übrigens die Schwäche verloren, weil ich nicht getroffen wurde, als ich das Ganze neu gemacht habe. Auf deinen Abenteuern können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Du hast die Wahl. Höhenangst. Du bist wiederholt aus großer Höhe abgestürzt. Wenn du also keinen festen Boden unter den Füßen hast, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Keinen festen Boden? Was heißt das? Heißt das im Weltall? Ich meine, wir nehmen es jetzt einfach mal an, weil ich... Ist doch gut. So... Der Verhandler. Wir gehen jetzt eh Sachen verkaufen. Das ist doch ein guter Nachteil, ne? Besser als der Rest, den wir bekommen haben. Einmal von oben runtergefallen, direkt einen Vorteil kassiert. So, gehen wir mal ein paar Sachen verkaufen. Übrigens ist das die letzte Folge, die ich auf diese Weise spiele. Das heißt mit Moderation, Abmoderation. Ich habe das Ganze bei Mutant Year Zero getestet und es hat ganz gut funktioniert. Ich möchte das auf jeden Fall beibehalten, dass ich am Stück dann aufnehme und das Ganze dann zurecht schnippel einfach. Town's been humming with power. Somebody must have been down in the old plant. Wer das wohl war? Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld! Ich will verkaufen. So. Kann eigentlich nicht alles weg, ne? Ich bin reich. So, dich behalten wir auf jeden Fall. Oh, es wurde gepatcht. Jetzt steht da, wie viel Geld ich bekomme, oder? War vorher, glaube ich, nicht so. Komm, kann alles weg. Die Mütze müssen wir noch auf jeden Fall ablegen. Ja, cool. Und du kannst ja Sachen für mich reparieren, ne? Das hat Geld gekostet. Schade. So, wir sind jetzt um einiges reicher. Und hier im General Store war das, glaube ich, ne? Du hattest doch was Legendäres. Work your jaw on some space. Ja, ja, ja. Music to my ear. Einen legendären Hammer hattest du.
Maxwell, Spacer's Choice. Mhm. Skeletalmuskulärer, okay, was? Rüstungsmodgerät, erhöht kurzzeitig den Lauftempo, wenn du taktische Zeitindikationen nutzt. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit. Okay. Oh. Da ich legendäre Sachen sammle und ich nicht weiß, wann ich wiederkomme, kaufen wir den einfach. So, sehr schön. Und jetzt geben wir die Scheiße ab. Can't say I approve of a town run by McDevitt. Doesn't sit right with me at all. Hier bin ich, um ein Kopfgeld einzutreiben. We pay by the finger. What do you have for me? 3. Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. I was just a kid last I saw him. Shame. Tja, I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Hast du noch mehr Unterschriften für mich? Mabel Burgess, age 37, right or left-handed? Let's just say, no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Letzter Finger. Here we are, Bertie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all 3. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Ruf bei der Vorstand erhöht. Wer ist der Vorstand? Du hast erhalten Ausweis eines Junior-Hilfs-Gendarms. Was ist ein Junior? Wieso schon wieder Junior-Hilfs-Gendarm? You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Danke, dass du mich nicht gefragt hast. Wieso enden so viele von euren Leuten als Plünderer? Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Das beantwortet meine Frage eigentlich nicht. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn marauder. None of them get my sympathy. Ja, ich habe gehört, einer eurer Arbeiter hätte sich erschossen. Eugene, glaube ich. Uh-huh. I recall young Eugene. Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much adrenotime. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of adrenotime. Kann ja jeder sagen. Naja. What's on your mind? Dann bin ich jetzt ein Junior Co-Hilfs-Sheriff oder was? Grace Romeo? Oh, wer bist du denn? Achso, ich weiß, wer du bist. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Ich bin mir sicher, dass du, ich bin mir nicht sicher, ob du froh bist, zurück in der Stadt zu sein. Hard to say. Without Reed, we've got the run of the town. Ich schätze, das ist was Gutes. Adelaide went on about living in harmony with one another and whatnot. We'll see if it comes to pass. Ich weiß nicht, die ist genauso krank wie der andere Typ, also ich würde dir keinen Glauben schenken. So, wir sollten übrigens was trinken. So. Ach, guck mal, jetzt da oben links eine Anzeige. Woo, die war vorher nicht da. Freut mich, dass sie das gepatcht haben. So, was wollte ich jetzt noch machen? Stimmt, ich wollte ins große Gebäude gehen. Und gucken, ob die immer noch so krank ist wie vorher auch. Wenn die da gleich wieder in irgendwelchen Leichen rumschnippelt, na, dann erschieße ich sie auch. Kann ich ja mal gucken, was ich bekomme, wenn ich sie erschieße. Weil eigentlich kann man ja jeden erschießen. Weil Kinder habe ich noch nicht gesehen. Im Prinzip geht das eigentlich.
Ob sie jetzt neben der Leiche liegt oder an der Leiche rumfummelt, man weiß es nicht. Könntest du sie bitte entfernen? Time changes all things. Even Reed's stranglehold over Edgewater must inevitably yield to the attrition of time. Nun, da Reed fort ist, was hast du vor? Start anew. Edgewater will become the town it was meant to be. A place where we live in harmony with the world. Where none of us writhe under the whips of corporate masters. A place where all are welcome. Except for Reed's supporters, of course. Ich habe mir Gedanken über deinen Garten gemacht. The garden will bloom anew. I have plans to transform the old cannery into a nursery, with crops enough to feed a town. Du verwendest aber immer noch Leichen für deinen Dünger. But of course. And now we have a whole cemetery to ourselves. Na gut, ich würde sagen, es hat was Positives. Diese komische Leichensteuer, verschwindet. Ne? Keiner muss mehr für die Leichen, für die Beerdigung bezahlen. Stattdessen werden sie zu Dünger. Und stell dir vor, dein Partner stirbt und er wird zu Dünger verarbeitet. Und das, was dann daraus kommt, das musst du dann essen. Nicht so cool. Na, vor allem solche. Solche ist auch ein gutes Thema. Wir müssen gleich mal zum Friedhofswärter gehen. Gucken, was der dazu sagt. Saltuna was making the town sick. From now on, if anybody's hungry, they may feast from the bounty of the soil. Naja. Ich weiß ja nicht so richtig. Hier habe ich alles geplündert, ne? Ach, guck mal. Habe ich die jetzt zweimal? Ich habe eine blutige Reed-Suit und Paula Business Formel. Inspiration 5. Und was kriege ich hier? Dialogfähigkeiten 7. Cool. Okay. Gehen wir zum Abschluss der Folge nochmal zum Friedhofswärter und quatschen die mal an. So, Dude. Hi. Things are changing around the Vale. Don't matter much to me, though. Graves still need filling. Nein. Wir müssen über Eugene sprechen. Ja? What about him? Du zuerst. Ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Seine Goldzähne, die könnten etwas wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing. Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Okay. Haben wir nicht gefunden gehabt? Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Ja? Na gut, das war's. Na gut, viel Spaß mit deinem Job, der bald nicht mehr existiert. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich gehe mal kurz schlafen. Weil da steht irgendwie, ich muss schlafen, keine Ahnung warum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In alter Frische. Oh, mein Zuhause ist ja jetzt hier.